Die MFG ist bei der Gemeinderatswahl in Lienz die große Unbekannte. Die Partei steht für Menschen, Freiheit, Grundrechte, ist quasi eine Frucht der Pandemie und vor allem bekannt für die Kritik am Corona-Management. In Lienz wird die Liste MFG Paul Marana in die Wahl führen. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier sein zu können. Herr Marana, möchten Sie sich vielleicht zu Beginn all unseren Leserinnen und Lesern kurz vorstellen? Gerne. Mein Name ist Paul Marana. Ich stamme aus Meran in Südtirol, bin 65 Jahre alt, bin mit einer Lienzerin verheiratet, lebe seit rund 20 Jahren in der schönen Stadt Lienz und Lienz ist meine Heimatstadt geworden. Die MFG assoziiert man vor allem mit einem Thema, wir haben das eingangs erwähnt, das ist das Coronavirus. Es gibt jetzt zum Beispiel den Politikexperten Thomas Hofer, der sagt, die MFG ist eine Einthemenpartei und er sorgt sich um das politische Fortkommen, wenn das Thema mal wegfällt. Jetzt reden wir aber von der Gemeindeebene, da ist Corona ohnehin vernachlässigbar, weil die Gemeinden einfach keine Entscheidungshoheit haben in dieser Angelegenheit. Warum sollte man dann überhaupt die MFG in Lienz wählen? Ich weiß, die Medien stellen uns immer als Impfgegnerpartei dar, was wir aber nicht sind. Dagegen verwehren wir uns. Wir sind für eine freie Entscheidung aller Menschen in allen gesundheitlichen Belangen. Die MFG steht für Menschen, Freiheit, Grundrechte und das sind die zentralen Anliegen. Und diese zentralen Anliegen müssen in allen Ebenen vertreten werden, also auch auf kommunaler Ebene und transportiert werden, in die tägliche Politik mit einfließen. Demokratie ist nicht etwas, was einem selbstverständlich in die Wiege gelegt wird. Demokratie ist etwas, was man ständig sich neu erarbeiten muss, wo man aufwachen muss, aufstehen muss, dafür eintreten muss. Dafür sich engagieren. Wir kennen jetzt alle die Bilder von den Spaziergängern, nennen sie sich in Lienz, die Maßnahmenkritiker. Wenn diese Menschen Sie wählen, wird das reichen oder wen wollen Sie noch ansprechen? Wir wollen alle Menschen ansprechen, die glauben, dass sie von der derzeitigen Politik vernachlässigt worden sind, die mit diesem Krisenmanagement der Regierung und mit den verschiedenen unverhältnismäßigen Maßnahmen nicht zufrieden sind, aber auch alle anderen, die uns unsere Sorgen und Anliegen mitteilen, auch die wollen wir vertreten. Wir möchten verstärkt den Bürger dazu animieren, mitzuarbeiten, mitzutun, sich engagieren. Wir haben sehr viele Mitstreiter im Hintergrund, die sich freiwillig gemeldet haben, die sich engagieren wollen, die etwas erreichen wollen, die etwas tun, ins Tun kommen, die den Mut und Engagement zeigen, um etwas auch in der Gemeindepolitik voranzubringen. Gehen wir jetzt einmal eben auf die Gemeindepolitik ein. Das Programm der MFG für Lienz gleicht, würde ich jetzt einmal sagen, mehr einem Sammelsurium verschiedenster Ansätze. Welche konkreten Ideen und welche konkreten Konzepte hat die MFG für Lienz? Schauen Sie, die Themen liegen ja alle auf dem Tisch. Es ist jetzt müßig, die einzelnen Punkte darüber zu diskutieren. Das zentrale Anliegen ist immer Menschen, Freiheit, Grundrechte. Für die Menschen müssen wir da sein, für die Menschen. Wir müssen eine lebenswerte Stadt machen für die Menschen. Wir müssen die Freiheit hochhalten. Wir müssen für die Grundrechte einstehen. Aber das sind alles. Das ist der Grundtenor, der bei allen Entscheidungen im Vordergrund stehen muss. Wir brauchen hier nicht zu diskutieren, was schon längst auf dem Tisch liegt. Wir sind eine ganz neue Gruppierung. Wir haben uns erst vor kurzem formiert, wir sind erst zusammengekommen und es sind viele Leute, die aktiv sich beworben haben und mitmachen möchten. Und mit diesen zusammen wollen wir uns einbringen und etwas bewirken. Okay, ich würde eigentlich schon doch gern über Inhalte auch sprechen, also Sie haben das jetzt eh schön skizziert, aber ich bräuchte dann doch ein paar konkrete Ideen für die Stadt. Schauen Sie, wir sind ja noch nie in Projekte der Stadt und in die Tagespolitik eingebunden gewesen. Wenn das soweit ist, dann werden wir uns natürlich diesen Themen allen widmen, werden unsere Konzepte und unsere Ideen dazu vorstellen und einbringen auch. Und wir werden auch die Leute animieren, ihre Vorstellungen und ihre Ideen zu sagen und damit wir als Sprachrohr sie dann einbringen können. Die Themen liegen auf dem Tisch. Ja, Sie sagen, also wenn ich da kurz einhaken kann, also die Themen liegen wirklich auf dem Tisch. Ihr habt da Ihr Programm liegen.
Sie seien interessanterweise die bisher die einzige Gruppierung, die für einen Ausbau der Radinfrastruktur wirbt in Lienz, also jetzt wirklich öffentlich wirbt. Welche Ideen haben Sie da für die innerstädtische Radinfrastruktur? Schauen Sie, wir brauchen jetzt nicht zu diskutieren, in welchem Bereich man jetzt irgendwo welche Radwege erstellen kann. Tatsache ist, dass uns die Umweltbelastung ein Anliegen ist, dass wir diese reduzieren, dass wir den Autoverkehr reduzieren können. Und ganz generell muss man alle Möglichkeiten dazu ausschöpfen, die es gibt, um die Stadt eben lebenswert zu machen und damit man gerne hier lebt und sich wohlfühlt. Okay, ich habe jetzt eben nur gedacht, weil da zum Beispiel drin steht, die Errichtung eines Radweges vom Süden der Stadt vor die Tore der Stadt. Ja, ist ein Thema. Darüber kann man diskutieren. Aber diese Projekte muss man dann schauen im Gemeinderat mit allen Gruppierungen. Wir werden ja nicht die Mehrheit stellen. Also muss man schauen, diese mit allen Gruppierungen voranzutreiben und da positiv einzuwirken. Und schauen, dass die Themen und die Projekte nicht zwischen den Machtblöcken zerrieben werden, sondern dass man alle gemeinsam irgendetwas voranbringt. Geld scheint jetzt im Moment genügend vorhanden zu sein. Die U-Töpfe sind gefüllt. Es braucht dann die Stadt als Träger von irgendwelchen Projekten, dass man das dann, wie gesagt, gemeinsam voranbringen kann, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit dem Regionalmanagement auch. Sie waren selbst mit einem Immobilienprojekt beim Siechenhaus öfter Thema im Gemeinderat. Gibt es vielleicht Ihrerseits auch persönliches Interesse, in den Gemeinderat einzuziehen? Nein, ich habe überhaupt kein persönliches Interesse. Ich bin 65 Jahre alt, ich könnte mich zurücklehnen, ich kann es mir gut gehen lassen. Meine Freunde sagen, warum tust du dir das eigentlich an? Geh doch lieber mit uns Skifahren oder fahr mit uns in die Toskana. Aber die momentane Situation ist eben auch für mich so, dass ich mich als Sprachrohr zur Verfügung stellen möchte. Das hat mit persönlichen Interessen überhaupt nichts zu tun, ganz im Gegenteil. Wir bezahlen unseren Wahlkampf aus eigener Tasche zum Beispiel. Also wenn ich höre, dass andere Gruppierungen 30.000 Euro zur Verfügung haben, davon können wir nur träumen. Also das persönliches Interesse besteht gar keines. Okay. Wie schätzen Sie eigentlich derzeit generell die Demokratiequalität auf Gemeindeebene ein? Es gibt auf allen Ebenen Verbesserungsbedarf im Bereich der Demokratie. Das ist eine Tatsache und um die kommen wir nicht herum. Und das sagen uns die Menschen auch tagtäglich. Die Menschen möchten eingebunden werden, viel stärker eingebunden werden in die Entscheidungen. Wenn Projekte anstehen, dann sollten die breit mit der Öffentlichkeit, mit den Bürgern der Stadt diskutiert werden. Menschen, Freiheit, Grundrechte, Demokratie, Transparenz, das sind die Grundanliegen unserer Partei. Dafür stehen wir und dafür machen wir uns stark. Okay. Trotzdem ist die MFG, wie wir schon erwähnt haben, die große Unbekannte bei der kommenden Wahl. Welche Ziele geben Sie deshalb aus für den Urnengang? Wir möchten den Menschen eine Alternative bieten. Wir stellen uns der Wahl. Wenn die Menschen das annehmen, ist uns das Recht willkommen. Wir spekulieren jetzt nicht über irgendwelche Prozentsätze. Das überlassen wir gerne den Medien. Jetzt hat es in den letzten Tagen auch beim Thema Koppelungen einiges gegeben, also die SPÖ zum Beispiel mit der Viererkoppelung. Wo sehen Sie die größten Schnittmengen mit welchen anderen Gruppierungen, die jetzt um den Einzug in den Gemeinderat kämpfen und warum war zum Beispiel eine Koppelung mit der FPÖ für Sie kein Thema? Wir werden mit allen, die Menschen, die dann im Gemeinderat sitzen, uns austauschen und gut zusammenarbeiten zu versuchen. Aber für diese Wahl haben wir entschieden, dass wir eigenständig antreten werden und keine Koppelung eingehen werden. Okay. Aber alle, die uns auf Augenhöhe begegnen, werden wir natürlich, mit denen werden wir das Gespräch suchen und werden versuchen, gemeinsam etwas Positives für die Stadt zu bewirken. Abschließend noch, die Frau Bürgermeisterin hat es bei der letzten Wahl schon so gehandhabt, angenommen, Sie ziehen in den Gemeinderat ein und Ihnen wird da die Leitung eines Ausschusses angeboten. Für welchen würden Sie sich entscheiden und warum? Wäre da vielleicht der Bauausschuss für Sie ein Thema?
Wir sind ja Menschen, die voll im Berufsleben stehen und wir haben verschiedene Kompetenzen. Jeder von uns hat seine eigenen Kompetenzen. Uns ist ein Thema wichtig, Transparenz, Kontrolle. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist aber wichtig. Deswegen könnten wir uns auch vorstellen, im Überprüfungsausschuss zu sein, aber auch alle anderen Ausschüsse, Soziales, Gesundheit, Kinder, Bauen, Wohnen. Wir haben verschiedene Kompetenzen und es ist alles willkommen. Okay. Wir werden uns dort einsetzen, wo wir uns am besten verwirklichen können, wo wir am besten etwas für die Stadt bewirken können. Super, dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute für die Wahl. Herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank.